Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frontline CZ, wie man es halt immer mal aussprechen möchte, ist ja egal. Wir werden jetzt mal heute weiterspielen, weil wie gesagt, wir haben ja schon eine Folge gespielt und sind ja schon ein paar Tage hier. Bei wie vielen Tagen waren wir jetzt überhaupt? Werden wir gleich sehen. Gehen auf jeden Fall hier auf Fortfahren. Aber ich müsste jetzt. Ich glaube, waren wir jetzt bei Tag 6, Tag 7, irgendwas so in dem Dreh, glaube ich. Wir sind. Ah, Tag 7, ja. So, 8 Stunden haben wir noch zur Verfügung. Die Barrikade ist vollkommen repariert, das ist gut. Warenhaus, 3 Stunden, das können wir nehmen. Das Büro. Zwei, fünf, sieben. Oh, das ist natürlich Kacke. Brauchen wir noch irgendwas mit 3? Haben wir aber nicht. Doch, hier. Ja. Wir haben den Revolver gefunden. Na super. Mehr leider nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also hier drüben hätten wir noch 5 Waffen. Okay, also Waffen finden kann man natürlich einiges. Wir nehmen jetzt mal die 2 Waffen. Gehen mal in die nächste Zombie-Horde hier rein. Also wie gesagt, unsere Barrikaden sind ja auf komplett 100%. Das passt eigentlich sehr gut. Müssen natürlich schauen, dass wir da nicht zu viel verlieren, weil wir ja auch beim Durchsuchen der Städte oder Objekte lieber dort mehr die Punkte reinstecken möchten als wie zur Reparatur. Das ist natürlich dann schon blöd. Was mir natürlich aufgefallen ist, das Laden dauert unheimlich lange. Komm. Na, schießt es weg. Also eure 2 Überlebenden mit, die sind natürlich auch nicht die besten hier im Schießen. Lasst es nicht herkommen. Shit, 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 shit. Leute, macht doch mal mit. Wir hier gleich mal nachladen. Ey, die brauchen so lange, bis die mal auf den Gegner schießen. Schau mal dahin. Alter, was wir auf den Kopf schießen müssen, dass die hier drauf gehen. Das kostet Unmaß an Munition. Komm, geh drauf. Ich freue mich natürlich dann schon auf die Schnellfeuerwaffen. Na, 2 hintereinander wäre ja gut, wäre ein Tipp vom Spiel. Bringt aber irgendwie auch nicht so viel. Hey KI, ihr trefft halt überhaupt nichts. Komm, komm. Also ich glaube, wir haben bestimmt 20 bis 30% an unserer Barrikade jetzt hier verloren. Lass mal gucken. Ja, schaut mal hin. Ja. 20, 30. Ja, das reicht gar nicht. Wir haben über die Hälfte verloren. So, 30 dazu sind wir bei 66. So, dann haben wir jetzt noch 5 Stunden Zeit, was wir hier suchen können. Gehen wir mal zur Gasstation und dann bräuchten wir aber trotzdem noch irgendwas mit 3 und das haben wir leider nicht. Shit. 5 ist natürlich eine blöde Zahl.
Haus, Garage. Ne, na. Wir nehmen jetzt einfach mal die Garage dazu. Achso, wir haben die Punkte gar nicht mehr. So, nehmen wir Garage. Na, okay, bleibt halt ein Punkt übrig. Den setzen wir dann hier in die Reparatur mit rein. Lässt sich gar nicht anders jetzt machen. So, wir haben natürlich einen Survivor verloren. Shit. Und 34 Repair haben wir dazu bekommen. Wir haben einen, nein, einen Überlebenden verloren. Wieso denn? So, die Waffen passen. Okay, der Revolver wäre halt stärker. Wir nehmen jetzt einfach trotzdem mal den Revolver mit. Können, sehen ja, vielleicht reicht uns ja ein Schuss mit dem. Yes. Ja, geht natürlich dann schon besser. Haben halt leider nicht so viel Munition hier drin. Muss man halt jetzt im Nachladen immer mal ein bisschen schnell sein. Also die Zeit ausnutzen. Na. Aber die dicken Zombies hier, die brauchen schon einiges. Nein! Shit. Ich lad nach. Na, kommen immer mehr jetzt. Alter, wie viele Zombies kommen da jetzt noch? Mal schaut mal an, wie viele Zombies hier kommen. Und unsere Barrikade wackelt. Wie gesagt, der Revolver ist gut, aber zum Nachladen braucht er halt ewig. Hey, der kommt immer weiter. Also ich glaube, jetzt haben wir natürlich noch mehr Schaden kassiert. Dann nur mal gucken. Also ich denke, jetzt sind wir weit unter 36. Und wir sind bei 41. Also wir haben jetzt weniger. Achso, wir haben ja die 34 dazu bekommen und ich denke mal, dass das dann gleich hier drauf gerechnet wird. Anders, da könnte ich mir das gar nicht vorstellen. 6. Ja, okay, wir könnten ja jetzt das Haus durchsuchen und die Tankstelle. Ich hoffe, wir finden was Gutes. Wir haben ein Überleben gefunden und 20 Repairs. Das ist schon mal sehr gut. Ich hoffe natürlich, dass der jetzt aber auch besser ziehen, besser schießen kann wie so manch andere. Also, der Revolver ist für mich, na, finde ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht gut. Alter, was macht denn ihr? Wieso schießt ihr nicht auf die? Komm. Aber was mich natürlich mal interessieren wird, ob die Zombies von Mission zu Mission widerstandsfähiger werden hier gegen Kugeln, also stärker. Oder dass es einfach nur mehr werden. Ich habe keine Ahnung. Komm, 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 lass es doch bitte nicht so nah hier hin. Aber die KI ist, ne. Die ist wirklich überhaupt nicht gut, Leute. Überhaupt nicht.
Da, die hier zum Beispiel, die neben mir, die steht nur hier rum und schießt ab und zu mal, wenn sie gerade Lust hat. Komm, du Dicker, musst weg, du machst bestimmt viel Schaden. Ja, also ihr seht schon, Zombies sind um Masse jetzt, was hier kommen. Also wirklich, ich glaube nicht, dass die stärker werden im Laufe der Zeit, sondern einfach immer mehr. Wieso kriegst du den hier am Zaun nicht weg? Ich verstehe das nicht. Das muss doch eigentlich heißen, desto mehr Überlebende wir finden, desto einfacher wird es für uns mit dem Spiel. Ist aber nicht so. Ja, ihr seht schon unten links, 10 Munition haben wir noch und sonst sind wir immer mit 30 Schuss noch hier rausgekommen. Aber wir fahren weiter. Ich frage mich, wo natürlich das Ende ist. Bestimmt hier drüben komplett. Georgetown. Ja, wir sind da. Tag 10. Die Frage ist nur, können wir nicht irgendwie unsere Barrikaden auch mal verbessern, dass wir mehr als 70 hier bekommen. So. Nehmen wir uns gleich die zwei großen vor am Anfang. Das werden wir jetzt, glaube ich, auch machen. Und M38. Keine Überlebenden. Das ist sehr, sehr schade. Ja. Ist natürlich die Frage. Schaden hat er Unmaß, ja? Aber wegen der Magazingröße ist halt so eine Frage. Komm. Wir nehmen jetzt ihn einfach mal mit. Schauen mal, was jetzt hier rauskommt. Vielleicht sind wir auch auf die Entfernung treffsicherer, dass wir dort vielleicht mit den Kopfschüsse eher hinkommen. Werden wir sehen. Werden wir mal gleich auswählen hier. Wie viel Schuss haben wir hier überhaupt? Ah, okay, da haben wir einiges. Die zwei laufen schön hintereinander. Aber ihr seht, es bringt eigentlich auch nicht viel. So, nehmen wir mal die hier drüben. Oh, 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 oh. So, statt die jetzt auf die hier schießen, was an der Barrikade ist, schießen sie auf den, der was so weit weg erstmal herläuft. Komm. Ein Bauarbeiter? Aber wie gesagt, cool finde ich das Spiel schon. Was ich aber halt in manchen Bewertungen so gelesen habe, dass das Spiel ein bisschen zu teuer ist, für um die 10 Euro. Weil die App-Version gibt es nämlich kostenlos, so habe ich gelesen. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber wenn es die Leute schon in die Bewertungen hier so reinschreiben, dann muss es ja auch stimmen. Oh, ist der schnell. So. Zuerst mal den großen Ansturm wieder weg. Dann können wir immer noch unsere Waffe wechseln. Ich glaube, ich müssen da eh die letzten zwei hier sein. Oh, das schaut gut aus. Können wir trotzdem mal die Waffe wechseln, nachladen? Ja, das war der letzte. Also, wir haben jetzt 8 Tage Zeit. Die Barrikaden machen wir einmal, das reicht. Garage.
Zwei haben wir noch. Dann machen wir einmal noch ein Büro dazu. Zwei Granaten und 10 zur Reparatur. Gut. Ist natürlich die Frage, auf was schmeißen wir die Granaten oder muss man die auch erstmal auswählen? Ne, also ich glaube, dass die dauerhaft sind, die können wir gar nicht auswählen. Mal gucken, ob das mit G funktioniert. Probieren wir aber erst, wenn eine größere Horde kommt. Weil sonst wäre es nämlich rausgeschmissen. Zum Beispiel so wie ich. Oh, obwohl. Müssen dann alle auf einem Fleck jetzt hier. Ah ja, hier hinten könnte man mal hinschmeißen. Nein! Die Granate war für den Arsch. Jetzt. Komm. Nice. Wir haben natürlich eine Granate versammelt jetzt. Ich habe gedacht, da hat man jetzt auch wie so eine Zielhilfe, wo man dann wo die Granate aufschlägt. Aber das war natürlich überhaupt nichts. Nein, 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 hau ab. So. Ja, jetzt wäre natürlich eine Granate auch nicht wieder nicht schlecht, weil jetzt sind schon viele auf einem Haufen. Na komm, schieß doch mal hier mit hin, Leute. Alter, schau, die machen die ganzen Barrikaden kaputt. Nein. Boah, die werden immer schneller jetzt. So, der letzte. Platsch. Ja, bis jetzt haben wir noch gut durchgehalten, aber ihr seht ja, die Strecke bis zum Schluss ist noch lang. Ja, da werden wir mit diesen Waffen eigentlich nicht weit kommen. So, wir sind bei 47. Okay, da werden wir mal zwei nehmen, da sind wir bei 61. 1, 2, 3, da werden wir mal die hier durchsuchen. Und dann bleibt halt noch einmal die Garage und einmal das Büro. Ja, aber das lässt sich nicht vermeiden, ne? Ich hoffe, was gut ist. Eine Eagle, 20 Repairs, okay. Wie natürlich das mit diesen Repairs funktioniert, weiß ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Weil die werden ja so nicht drauf gerechnet. Das dann wirklich erst in der nächsten Runde sind. Wenn wir zum Beispiel jetzt in die Mission übergehen und wir jetzt zum Beispiel 30 verlieren, dann wären wir bei 31. Ob dann automatisch die 20 wieder drauf gerechnet werden, wenn wir dann wieder hier ins Menü reinkommen? Ich habe natürlich keine Ahnung. So, das war's natürlich erstmal wieder für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und spielen dann ab Tag 12 weiter. Ich hoffe natürlich, ihr seid weiterhin mit dabei. Euch noch einen schönen Tag, macht's es gut. Tschüss.